Ja gut, aber du solltest vielleicht, wenn du sowieso schon gerade so grundlegende Fragen gestellt hast, also jetzt bitte nicht falsch verstehen, dann solltest du vielleicht das Spiel erstmal vanillamäßig einmal durchspielen bis zum Raketenstart oder ein bisschen mehr, dass du einfach mal so eine Base baust, einfach so als Ziel mal 500 SPM aufbauen und dann mal gucken, bevor du dann mit solchen anderen Sachen anfängst. Würde ich jetzt empfehlen. Weil das passt gerade nicht ganz zusammen, wenn du fragst, wie man eine Stromleitung aneinander hängen, bauen kann. Oder wie man Dinge aus Maschinen umstellen kann, ohne ständig in die Maschine reinzuklicken, würde ich dir echt empfehlen, das Spiel vorher mal komplett, ja, so durchzuspielen. 1,1 Gigawatt. Warte mal. Wie viel haben wir gesagt, haben wir? 17.000. Ach so, halt. Das war dumm. Ja, 1,02 Gigawatt haben wir, ja. Richtig, reine Solarpanelleistung, ja, korrekt. Ach so, hier fehlt ja noch einer. Wahnsinn. Hier fehlen sogar noch mehr. Was für untere Kästen? Die Leiste hier, die ist doch immer da, oder nicht? Deswegen meine ich übrigens, dass es vielleicht besser wäre, das Spiel einfach durchzuspielen erstmal, bevor man irgendwelche Mods mit reinnimmt. Die sind doch auch immer da, die Kästen. Oder bin ich jetzt blöd? Warte mal. Ich habe da nichts umgestellt. Ach, ja, jetzt macht's Klick, Alexander, ja. Deswegen sage ich ja, es macht vielleicht Sinn, das Spiel einfach im Grundzustand kennenzulernen, bevor man anfängt, hier großartig irgendwelche Dinge, ja, hochzupushen oder ähnliches, ne? Das, was Fritz schreibt, ja. So, was macht die Munition? Haben wir. Oh ja, jetzt müssen die Türme nur noch den restlichen Kram hier leer schießen. Die ersten haben schon die neue Munition drin. Sehr geil. Wenn die hier unten den Kram auch noch bekommen, dann wird's super, glaube ich. Achso, wie schaut das hier aus? Ja, der braucht noch ewig hier. Ja. Ja. Möglicherweise. Aber ist egal. Wie gesagt, wir können erstmal ganz entspannt hier die Panzerbrechende aufbrauchen und dann irgendwann. Wo ist denn das Ding? Ach, hier. Die Grüne nehmen, genau. Die Sache ist halt auch die, ne? Auf der Seite geht nicht so viel. Da kommt ab und zu mal so ein kleiner Trupp rüber. Aber die sind hier echt gechillt. Oh. Also ich muss zugeben, so auf YouTube ist das ganze Gedöns echt langatmig. Ja. Aber ich habe nicht die Zeit, irgendwelchen Kram rauszuschneiden. Das, was wir rauslassen, sind meistens so diese ganzen Kämpfe und so weiter. Weil ich das als mega langweilig empfinde, außer mal so in einem kleinen Zeitraffer oder so. Aber generell dient das echt nur als Archiv, was wir auf YouTube haben. Und das war's. Nichts anderes. Ach, Smog ist uninteressant geworden. Der ist halt da. Fertig ist. Aber das interessiert uns nicht mehr. Was wir hier noch machen können im unteren Bereich, wäre dann Artillerie aufstellen. Haben die jetzt schon alle Munition? Nee. Nicht alle. Da fehlt noch ein bisschen. Und hier fehlt noch ein bisschen. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Also jeder Mauerpart hat ein bisschen was zumindest drin. Ja, das ist okay. Die Aliens passiv? Nee, sind sie nicht. Die sind alles andere als passiv, die Viecher. So, was fehlt denn hier eigentlich noch alles? Natürlich Stahlbeton, aber das sollten wir hinbekommen. Alles eine Frage der Zeit hier. Ja. Ja, sauber. Dann haben wir jetzt endlich mal eine vernünftige Verteidigungsmauer. Die Idee mit dem. Ja, wir
tasten uns hier so Block für Block vor. Die ist eher so semi-optimal, muss ich zugeben. Aber im Endeffekt hat es funktioniert. Aber ich glaube, da gibt es andere Maßnahmen. Wie zum Beispiel eine Artillerie mit mehr Reichweite. ...14 Megawatt für einen Nukularreaktor. Na ja gut, aber für 2 Kerne, okay. Ich muss sowieso mal gucken. Wir werden irgendwann hier auch einen Nuklearreaktor irgendwo reinsetzen. Und den werden wir natürlich in einem Cityblock unterbringen. Mal gucken, was wir da rausholen können. Mal sehen. Aber das brauchen wir erstmal noch nicht. Ich denke, wir haben mit den Solarpanels, die wir hier jetzt stehen haben, erstmal genügend Leistung. Wie gesagt, 1 Gigawatt Pi mal Daumen ist erstmal okay. Das sollte reichen, um den ersten Kram der Basis hoch zu skalieren. Außerhalb vom Gebiet? Nee. Also das Coole ist halt, wir haben so viele Rohstoffe hier in unserem Gebiet drinne, dass wir gar nicht die Notwendigkeit haben, überhaupt nach draußen zu fahren, um Sachen zu holen. Das ist halt das Geile. Jetzt haben wir hier noch ein neues Kupfervorkommen, neues Eisen, Uran, Kohle. Achso, warte mal. Das hier können wir nochmal eben mit in die Liste aufnehmen. Genau. Also wie gesagt, wir haben nicht das Bedürfnis, auszufahren. Ja, dann kriegen die wenigstens die neue Munition. Sauber. Die Ölgeschichte und so weiter, meinst du, Fritz? Ja, ist ein bisschen anstrengend, ja. Das ist richtig, aber ich bin halt am Überlegen. Also ich habe tatsächlich die Idee, dass wir vielleicht mal was mit dieser Kohleverflüssigung anstellen werden. Müssen wir aber mal gucken. Ja, das ist eine Modifikation. Das ist Jarmel. Klingt komisch, aber ist so. Warte mal, wie schreibt man das? Moment. Ja, ne, Jarm. So rum. Jarm. Ja, damit kann man sich alle Erzvorkommen, die so im Bereich sind, anzeigen lassen. Ich gehe mal auf die Map, da ist schwarzer Hintergrund. Das sind alle, die wir gerade in unserem Bereich haben. Nicht alle im Betrieb, aber alle, die wir generell monitoren erstmal. Ja, wir haben hier Pi mal Daumen eine Restzeit, wie lange die noch da sind, aber das ist eher eine grobe Schätzung, sage ich jetzt mal. Und ich habe das Ding so eingestellt, sobald wir auf 25 oder unter 25% Restinhalt gehen, dann werden die hier in dieser Warnungsliste angezeigt. Da weiß ich schon mal, okay, Kupfererz, das ist das hier. Das ist bald leer. Ich kann auch übrigens, warte mal, auf das Auge klicken und dann bin ich sofort da. Und dann weiß ich gleich Bescheid, was Phase ist. Die könnte man normalerweise ganz normal hinzufügen, ja. Das sollte kein Problem sein. Das ist ja nur eine informelle Quality-of-Life-Modifikation, sag ich mal. Und keine, die irgendwelche anderen Mechaniken hinzufügt oder irgendwelche Dinge ändert oder so. Bei solchen Sachen sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Ja, sauber, ja. Was macht die Anlage hier jetzt so? Ja. Füllt sich wieder auf. Ich denke, dass wir... Oh, die ist sogar leer. Lol. Anzeigemod. Ja, genau. Ja, womit wir wieder bei dem Thema Lampen sind, die keiner mag, weil sie immer ein Kabel brauchen, wenn man eine andere Farbe haben möchte. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht. Genau. Ja, die nächste Munition geht auf jeden Fall erstmal hier rein für die Mauer. Genau, wir werden hier eine ganze Menge Stahlbeton noch verbauen, aber die sind schon fast fertig hier, lul. Wie fehlt denn da noch? Ach, über 600 auf jeden Fall, okay. Haben wir noch Reparaturkits im Dingens? Dafür bräuchte ich mal eine Anzeige. Minus 5 haben wir da, okay, cool. Was? Ist noch 0,18. Sollte kein Problem sein. Außer das Spiel stürzt ab. Muss er halt mal gucken. Aber ich glaube, meine ist auch 0,18. Ich habe mehrere Modifikationen drauf, die noch für 0,18 sind. Grundsätzlich ist es nicht schlimm. Also du merkst es spätestens, wenn du das übernimmst und das Spiel abstürzt. Dann weißt du, dass es nicht geht. Oh. Der fehlt auch noch. Ja,
Okay, check. Ja, die machen den Rest noch fertig. Sau cool. Und was sagt die Pollution hier unten? Ja, also hält sich in Grenzen. Außer hier. Aber ich denke, es wäre an der Zeit, dass wir vielleicht hier unten in diese Ecke eine Artillerie reinstellen. Und in die Ecke und hier nochmal vielleicht. Dann könnten wir nämlich auch... Boah, wir können die sogar verschieben. Wir brauchen aber trotzdem eine extra. Hatten wir nicht noch eine? Wir haben sogar zwei. Ja, nice. Pass auf. Dann machen wir das. Andererseits müssten wir uns dafür nicht mal darunter bewegen. FNEI, ja, habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, aber nee. Ach, da brauchen wir Strom, ne? Na, wie dumm von mir. Wie immer. Ja, passt. Okay. Dann hätten wir jetzt noch die Ecke. Brauchen wir die zwingend? Nee. Wir machen erstmal hier unten den Kram. Hier sind die fetten Basen. Das Geile ist, wenn wir da reinstöchern, dann sehen wir auch gleich, ob unsere Mauer hier irgendwas taugt. Ne? Ist hier eigentlich Munition drin? Ja. Das wäre jetzt geil, wenn nicht. Ja. Die werden den ganzen Kram erstmal darunter verschaffen. Ja, passt schon. Bis hier diese Uranmunition ankommt, wird sich hier noch einiges tun, glaube ich. Das sind schon die richtig fetten, oder? Naja, egal. Ich würde halt nochmal ganz gerne sehen, was die Mauer jetzt tut. Aber wie gesagt, da muss erstmal die Artillerie hier hin und dann mal sehen. Genau, die machen hier nebenbei noch die restlichen Betonarbeiten und dann passt das auch. Ja, so geil. Und den Kram hier, den können wir tatsächlich wieder entfernen. Ach so, wir können es auch entfernen und die Stromleitung wieder hinbauen. Ha, ist einfacher. So. Sollten sie raffen eigentlich. Die brauchen jetzt wahrscheinlich ewig dafür wieder, ne? Egal. Ich hätte schon Bock, das auszuprobieren. Also so viel Zeit ist noch... Oh. Ist noch da, glaube ich. 0,94. Also noch nicht am Maximum. Okay. Und wo ist denn der jetzt eigentlich hin mit meinem Artillerieturm? Hat er sich verdünnisiert wahrscheinlich, oder? Wahnsinn, ey. Was macht die Munition hier? Ja, wir produzieren nicht genug. Das ist gerade echt ein Problem. Vielleicht. Ja, das ist, weil unten von dem ganzen Gedöns noch so viel angefordert wird. Wie viel muss denn hier noch rein? Achso, falsche Mauer. Haha. Oh, da geht noch gar nichts. Ja, gut. Oh, oh, oh. Zack. Da müsste der Tower dann kommen. Ne, da kommt Munition. Okay. Warte mal. Wir müssten da mal eben eine temporäre Lösung, glaube ich, finden. Sonst haben wir gleich ein Problem. Wie einfach alles hier temporär ist. Wahnsinn.
Ach so. Arbeite doch einfach. So. Und das Ganze machen wir eben nochmal. Ist dann halt so. Oh ja, nice. Sehr schön. Tja, und jetzt ist die Frage, wo sie die ganze Munition für die Artillerie wieder gelassen haben. Ah, ich bin gespannt. Ach so, ich habe hier oben ja auch ein Auto. Ha, nice. Ich sag ja, das ist immer praktisch, wenn man mehrere davon hat. Also ich denke, wir stochen hier drin gleich mal so ein bisschen rum. Aber natürlich erst, wenn die Munition da ist. Und dann gucken wir, wie gesagt, mal, wie die Mauer sich hier schlägt. Ich denke, da sollte schon ein bisschen was gehen. Also wenn wir in so ein Lager, also in diese drei, sagen wir mal, reinholzen, dann müsste da vielleicht ein bisschen was kommen. Wir werden das sehen. Cool wäre noch, wenn hier noch ein bisschen was kommt. Wir werden mal diese Landfill-Enge, Zunge, sagen wir mal, ein bisschen nach vorne ziehen, weil die sind nicht so wirkungsvoll, die Kollegen. Ich packe da zur Sicherheit nochmal einen Schwung drauf. Auf jeden Fall hat er keine Basis in Range, wo er automatisch anfängt zu arbeiten hier. Ah, nice. Ach so, ja, die Ecke. Okay, warte mal, was haben wir denn jetzt hier drin? Wir haben hier 5 und da haben wir noch mehr. Okay, 30. Wahrscheinlich 35. Genau, da kommt die letzte. Ja, okay, das ist doch schon mal eine Hausnummer, oder? Die hier haben alle Munition. Richtig, richtig, richtig. Ja. Ja, okay. Dann stochen wir hier einfach mal ein bisschen drin rum. Müssten ja dann irgendwann kommen. Alter, das ist schon ordentlich was, ey. Und gerade bei so einer Ecke wie dieser hier wäre das interessant. Ich sag mal so, wenn die Ecke das aussieht, dann hält der Rest der Mauer das auch raus, weil Ecken sind immer so ein Problem, kennt. Ja, moin, Alter. Jawohl, das ist, glaube ich, die größte Horde, die wir bisher hier gesehen haben. Lecco mio. Die haben sich im Wald verlaufen. Aber okay, passiert jedem mal. Kenne ich von mir irgendwie. Ja gut, dass sie die Mauer so ein bisschen malträtieren, ist klar bei der Menge. Hält. Das war jetzt aber auch ein äußerst großer Trupp, genauso wie dieser hier. Der kommt von dem anderen Camp. Das ist okay. Hier sind die Spannungsspitzen von den Türmen nochmal zum Zeigen. Also die sind halt einfach krass hier. Genau hier, das sind diese hellblauen Türkisen. Das sind die Lasertürme. Also man darf den Energiebedarf nicht unterschätzen. Genau, Ecke. Das wollte ich sagen. Ecken sind immer ein Problem. Aber die Bots machen das schon. Genau. Das ist eigentlich der fast ideale Winkel. Wenn wir das hier abschrägen würden, dann hätten mehr Türme gleichzeitig Kontakt zu den Beißern. Aber ich denke, wir lassen das erstmal so stehen. Wir haben ja nachher noch die Möglichkeit, Waffenforschung zu betreiben. Und ich will hier nicht Ewigkeiten nur rumfummeln, nur wegen so einer dämlichen Perimetermauer. Da hätte ich keinen Bock drauf, weil wenn wir nachher die Forschung haben, passt es. Und solange können die Bots den Kram halt ersetzen. Die werden auch neue Türme hier hinsetzen, ist kein Problem. Dauert nur ein bisschen.
Nee, wir verlegen da nichts nach innen. Ich baue das nur für die Optik, das Ding. Und wir werden auch zwischen Türme und Mauer nichts bauen. Nee, 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 nee. Fällt aus. So, haben die hier eigentlich mal wieder Munition? Ja, da kommt jetzt wieder die alte Munition nach. Das war aber auch der Plan. Weil unsere ja gerade nicht so wirklich läuft, die neue. Ja, aber doch, jetzt kommt sie. Aber wir haben die Kiste auch nicht mehr begrenzt. Ich würde sagen, wir lassen den Kram erstmal laufen. Wie geil ist das denn bitte? Hat die Kiste gerade eiskalt den Bot verarscht? Hier, der nächste. Na, ja, klappt nicht immer, aber eben, das hat mindestens dreimal funktioniert bei dem komischen Bot gerade. Ja. Sehr geil. Finde ich gut. Der Humor gefällt mir. Sehr schön. Ne, wir lassen das mal so laufen, weil dann kann das Ding den Bus erstmal auffüllen, weil hier unten ist ja an sich Munition da. Sogar auch einigermaßen gepuffert hier. Läuft. Genau das Gegenteil, Fritz. Also, ich habe von vornherein gesagt, wir werden das versuchen, ohne Flammentürme zu machen. Das ist eine... Ja, ich sag mal, so eine kleine Herausforderung. Was ich aber vielleicht machen können wollen würde, wäre hier in der Ecke. Und zwar genau hier, so einmal über Kreuz den Kram hinzusetzen. Mehr nicht. Nee, das war halt grundsätzlich die Frage, ob wir es hinbekommen, nur aus diesen Türmen und aus den Laser-Geschütztürmen eine Mauer zu bauen, die sich rentiert. Und das tut sie bisher. Und wie gesagt, da werden halt noch Forschungen kommen nachher, damit wir die Türme noch verstärken können. Daher sehe ich kein Problem da drinne. Jo. Passt, glaube ich. Okay. Ich denke immer, dann sind wir für heute erstmal durch. Wie gesagt, die Bots, die machen hier noch den entsprechenden Kleinkram. Das passt soweit. Uran kriegen wir ran. Ich denke halt, dass wir morgen mal gucken werden, dass wir die Basis mal einfach ein bisschen vernünftig bauen und diese billige Scheiße hier wegschmeißen. Und dann ist es gut, glaube ich. Dasselbe hier und hier. Und hier unten. Und dann sieht die Welt, glaube ich, schon wieder ganz anders aus. Reichweite wird später auch kein Problem mehr sein, glaube ich. Also die großen Spucker, ja, das ist immer so eine Sache. Aber wir haben ja später gar nicht mehr diese großen Gruppen. Weil wir später auch Artillerie-Reichweite haben. Und genau, wie du es gerade schreibst, für alles andere, was dann noch rumnervt, haben wir die Spider-Trons. Also ich denke, wir kriegen da eine ganz gute Sache hin. Was ist denn hier jetzt los? Achso, kein Beton mehr. Ja, das wundert mich nicht. Also im Grunde genommen müssten auf jeden Fall die Lasertürme, achso, falsche Mauer, in der entsprechenden, oder müssten die entsprechende Reichweite haben. Das ist ja die olle Bubble hier. Wir werden das testen. Möchtet ihr mir irgendwas sagen? 01, okay, ich verstehe. Wahnsinn, ey. Ja, cool. Ja, wir werden diese ganze Mauer so nach und nach halt verteilen. Mal gucken. Wir werden sowieso noch ein bisschen mehr Platz brauchen. Allein für die ganzen Solarpanel und so weiter. Das wird übel. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Ja, Plan morgen ist halt wie angesprochen. Wir werden die ganze Base einfach ein bisschen nach oben schrauben von den ganzen Materialien her. Ach so, genau. Und wir werden höchstwahrscheinlich den Main-Boss einmal komplett abreißen. Und dann dieses System hier bauen. Also 8-mal Kupfer, 8-mal Eisen, 6-mal Green, 4-mal Red, 1-mal Blue. 2-mal Ziegelstein, 2-mal Stein normal, 4-mal Kunststoff, 2-mal Stahl und 2-mal Kohle. Das ist erstmal die Idee. Und da hätten wir noch genügend Platz unten und oben, um Sachen dazu zu schmeißen, die man so spontan braucht. Wir dürfen noch nicht vergessen, dass da vielleicht noch die ein oder anderen Rohrleitungen dran teilhaben müssten. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Das Gute ist halt, wir kriegen hier aus dem Cityblock super easy 8 Lanes raus. Was wir machen müssten dafür, einen Bahnhof umbauen, weil wir bräuchten dann noch 2 Züge. Aber auch da habe ich schon eine Idee, das kriegen wir hin.
Gut, ja, das sind so Dinge, die erwarten uns morgen. Eventuell noch eine Zugtrasse hier runter zum Uranvorkommen. Eventuell ein paar Erzförderer hier draufschmeißen und hier, dass sie schon mal am Start sind. Des Weiteren werden wir morgen gucken, dass wir LTN zum Laufen kriegen. Also das Logistic Train Network. Dass wir, gut, da müssen wir zwar alle Bahnhöfe einmal austauschen, aber macht nichts. Und dann bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ich habe, wie gesagt, mit LTN noch nie irgendwas gemacht. Wir setzen da so ein paar hässliche Komparatoren mit hin und dann passt das. Und diese hier Kombinatoren, genau so heißen sie, Kombinator, richtig. Ja, und dann gucken wir, dass wir den Kram zum Laufen kriegen. Programmieren? Nö, das hat mit Programmieren nichts zu tun. Das ist relativ simpel tatsächlich. Ja, gucken wir mal, Saki. Also ich habe mich dazu ein bisschen schlau gemacht. Im Grunde genommen ist es ja relativ easy. Anbieter, Station und Empfängerstation und ein Depot, fertig, aus, Ende. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle mit Factorio erstmal Schicht im Schacht.